Herzlich willkommen bei European Circle TV. Bereits im Juni vergangenen Jahres starteten die Verhandlungen zwischen EU und USA über die weltgrößte Freihandelszone. Am Ende der Gespräche soll mit dem transatlantischen Handelsabkommen ein gemeinschaftlicher Wirtschaftsraum für mehr als 800 Millionen Menschen stehen. Dabei soll auf Zölle, Quoten und andere Handelsbarrieren verzichtet werden. Was zunächst ganz gut klingt, löst aber auch Kritik aus, oftmals getrieben durch Unsicherheit. Außerdem sollen Produktstandards angeglichen werden. Kritiker befürchten jedoch eine Verwässerung europäischer Verbraucherschutzstandards. Nun, in Deutschland wächst die Angst vor Chlorhühnern und in den USA die Angst vor Antibiotika im Fleisch. Die Europa-Union lädt deshalb zum Bürgerdialog. Die Europa-Union ist unabhängig und überparteilich. Und zu Gast ist heute bei uns der Generalsekretär der Europa-Union, Herr Christian Moos. Schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Bereits Anfang Oktober startete ja der Bürgerdialog in Kiel. Was sind denn die ersten Ergebnisse, die ersten Erfahrungen daraus? Ja, es bestätigt sich, dass das Thema die Menschen bewegt. Es war eine sehr gut besuchte Veranstaltung, volles Haus und die Leute hatten viele Fragen. Und es ist auch deutlich geworden, dass es viele Sorgen gibt. Welche Themen werden denn bei diesen Dialogen am häufigsten angesprochen? Ja, es geht in der Tat vor allen Dingen um Fragen des Verbraucherschutzes. Es geht aber auch um Arbeitnehmerrechte, Sorgen um die Qualität von Daseinsvorsorge, Arbeitsplätze. Umweltstandards. Ja, also eine ganz schöne Themenvielfalt. Wie läuft so ein Bürgerdialog generell ab? Gibt es da bestimmte Abläufe, die immer eingehalten werden oder ist das von Mal zu Mal unterschiedlich? Im Prinzip ist es so, dass wir also nicht nur frontal beschallen wollen, sondern es geht darum, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen äußern können, ihre Meinungen kundtun können, dass man ins Gespräch kommt. Und deshalb haben wir da so keine Panels in dem Sinne, sondern Kurzimpulse. Und dann kommen ganz schnell in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Sind es denn nur ausschließlich so gesagt Bürger und Bürgerinnen, die da kommen? Oder wer ist die Zielgruppe? Ja, in der Tat, nein, das sind ganz normale Menschen, die da von uns eingeladen, angesprochen werden. Wir sind ja bundesweit organisiert mit 360 Kreisverbänden. Und dementsprechend vor Ort ganz gut aufgestellt. Welche Fragen haben die Leute denn, die zu Ihnen kommen zum Dialog? Ja, also sie sorgen sich eben um, also in erster Linie geht es auch um Transparenz, um Beteiligung. Es wird oftmals kritisiert, dass die Verhandlungen geheim sind, wo man natürlich dazu sagen muss, dass es gibt viele Handelsabkommen und es ist neu, dass das in der Öffentlichkeit so auf ein so großes Interesse stößt. Verhandlungen öffentlich zu führen ist nicht leicht, aber es gibt da jetzt ein großes Bedürfnis an Informationen und wir versuchen da insofern auch positiv zu wirken, dass wir dieses Bedürfnis ein Stück weit befriedigen, dass wir den Menschen ermöglichen, zu dem Thema ins Gespräch zu kommen, auch mit zum Beispiel Verhandlern der Europäischen Kommission, die also unmittelbar dabei sind und dementsprechend ja dann auch Position beziehen müssen. Wir wollen somit auch zur Versachlichung der Debatte beitragen. TTIP ist ja jetzt sozusagen die Abkürzung für das englische ausgesprochene Transatlantic Trade and Investment Partnership, so ist es ausgesprochen. Wie schätzen Sie TTIP ein? Ist das ein positiver Aspekt auf jeden Fall, der sich positiv auf Arbeitsplätze auswirken wird? Oder sehen Sie da auch eine Gefahr für die Verbraucherstandards? Ja, ich hoffe, dass ich Sie jetzt nicht enttäusche, weil ich kann da Würdler ungern klar Position beziehen. Ich persönlich habe auch eine eigene Meinung dazu, das ist ganz klar, wie unsere Mitglieder auch. Nur ich als Generalsekretär habe jetzt hier die Aufgabe zu unterstützen, dass wir bundesweit an verschiedenen Orten diese Bürgerdialoge organisieren. Und wir machen das zusammen mit einer Reihe von Partnern. Bei den Partnern sind Kritiker dabei, zum Beispiel das Bündnis Unverhandelbar, das also TTIP oder TTIP rundheraus ablehnt. Es sind starke Kritiker dabei, die es nicht rundheraus ablehnen, aber ganz große Bedenken in verschiedenen Bereichen haben, zum Beispiel der Deutsche Städtetag, zum Beispiel der DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Es sind Befürworter dabei, der Bundesverband der Deutschen Industrie, die American Chamber of Commerce, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag.
Wir arbeiten hier auch mit der Bundesregierung zusammen, unterstützen sie dabei, einen Bürgerdialog eben zu ermöglichen. Und wir, weil wir überparteilich sind, nehmen da eine neutrale Position ein. Privat natürlich nicht, aber öffentlich schon. Das heißt, es gibt bei uns einfach Mitglieder, die TTIP oder TTIP rundheraus ablehnen. Und es gibt auch welche, die es sehr befürworten. Und dann gibt es viele Schattierungen dazwischen. Und dem würde ich nicht gerecht werden, wenn ich jetzt meine persönliche Meinung dazu kundtäte. In letzter Zeit hört man ja oftmals, dass eben eher die Kritiker überwiegen. Gerade wenn es geht um das Thema Anpassung von Gesundheitsstandards, von Produktstandards. Es wird befürchtet, dass das Gesundheitssystem negativ bei uns angepasst wird. Wie erklären Sie sich das, dass die Kritiker überwiegen bei TTIP? Ja, also wie gesagt, es gibt etwa 300, wenn ich das richtig sehe, Handelsabkommen, bilaterale, plurilaterale. An für sich versucht man ja multilateral im Rahmen der Welthandelsorganisation solche Dinge zu regeln. Hier ist das jetzt ein Ansatz, wo die Europäische Union und die USA zusammen verhandeln. Gerade ist ein Abkommen zwischen der EU und Kanada abgeschlossen worden. All dies ist jetzt in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und es ist ja vielleicht auch gut so. Also wir sind demokratisch organisiert in der Europäischen Union, Gott sei Dank. Und die Menschen wollen teilhaben, wollen das auch diskutieren. Und wir wollen dazu beitragen, dass dass es dafür einen Ermöglichungsraum gibt. Und das eben zusammen mit vielen repräsentativen Verbänden, Organisationen, Institutionen, die unmittelbar damit befasst sind, die davon betroffen sind, die sich etwas davon versprechen oder die etwas davon befürchten. Und um so eben einen wirklich repräsentativen Dialog auch zu ermöglichen. Nochmal etwas konkreter nachgehakt. Wie kommt es, dass eben so viele Stimmen gegen TTIP sind, ohne sich damit richtig auszukennen? Liegt das vielleicht auch genau daran, dass die Verhandlungen unabhängig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden? Oder ist das bei diesen 300 Abkommen, die es da zurzeit gibt, ähnlich? Oder ist das die Ausnahme? Also ich glaube schon, so weit kann ich gehen in der Einschätzung, dass es in der Vorbereitung dieses Abkommens, der Verhandlungen, Kommunikationsfehler gegeben hat. Das räumt auch die Europäische Kommission inzwischen ganz freimütig ein. Die Europäische Kommission möchte ich dann schon an einem Punkt in Schutz nehmen. Sie ist nicht für den Status der Geheimhaltung verantwortlich. Sie hat ein Mandat. Sie hat ein Mandat bekommen von den Mitgliedstaaten, diese Verhandlungen zu führen. Und es sind die Mitgliedstaaten, die jetzt auch die Veröffentlichung etwa des Verhandlungsmandats vor einigen Tagen freigegeben haben. Die Kommission hat dann die Veröffentlichung vorgenommen, aber es war nicht die Entscheidung der Kommission, sondern die lag in den Hauptstädten. Mhm. Da gibt es ja jetzt während dieser Verhandlungen auch sogenannte Schiedsgerichte. Was hat es damit genau auf sich? Ja, internationale Schiedsgerichte gibt es schon ganz lang. Das ist nicht unüblich, weil es gibt keine Gerichtsbarkeit für ein Handelsrecht in dem Sinne. Und deshalb hat man diese internationalen Schiedsgerichte. Und da gibt es dann einen Vertreter für die beiden Seiten jeweils und einen dritten, neutralen sozusagen. Und das ist, da machen sich die Menschen Sorgen. Sie würden es lieber sehen, dass das dann bei uns vor den Gerichten etwa in Deutschland verhandelt wird. Das sind Punkte, die muss man ernsthaft diskutieren. Es liegt uns sehr daran, dass Fehlwahrnehmungen durch mehr Informationen korrigiert werden, aber auch reelle Probleme, wo es sie gibt, identifiziert werden und die Verhandler nach Möglichkeit, denn sie verhandeln ja für uns letzten Endes, die Europäische Kommission verhandelt ja für die europäischen Bürgerinnen und Bürger, so sollte es sein, so ist es auch meines Erachtens, dass sie das mitnehmen und das, was es an reellen Problemen gibt und versuchen, das in den Verhandlungen zu berücksichtigen und gegebenenfalls abzustellen, auszuklammern. Nach meinen Informationen ist es ja so, dass, das war auch in der Presse zu lesen, dass es deutet sich an, dass gerade die Frage des Investorenschutzes eingefroren ist und gegebenenfalls nachher nicht so zum Tragen kommt, wie das befürchtet wird von manchen. Nochmal zurück zu diesen geheimen Verhandlungen zu kommen. Wäre das Ihrer Meinung nach persönlich dann überhaupt sinnvoll, dererlei Verhandlungen öffentlich zu vollziehen? Oder sagen Sie, bei einem solch konträren Thema würde es wahrscheinlich nur eine Welle der Empörung nach der anderen geben? Und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass das ohne uns direkt stattfindet? Ja, weder noch. Also Verhandlungen, das haben wir in vielen Bereichen des Lebens. Nehmen Sie Tarifverhandlungen zum Beispiel. Ja.
die kann man nicht öffentlich führen. Das geht nicht. Das geht auch bei einem internationalen Handelsabkommen nicht. Aber man kann natürlich frühzeitig kommunizieren, was man vorhat und um was es geht, was die Zielsetzungen sind auf unserer Seite zum Beispiel und was man nicht möchte. Dass man da von vornherein Ängste nimmt und so auch verhindert, dass Themen, die vielleicht auch unproportional dann dargestellt werden, dass die nicht zu hoch fliegen und die Menschen verunsichern, obwohl es gar nicht nötig wäre. Das wäre ja auch schädlich. Ich kann mir persönlich vorstellen, dass solche Bürgerdialoge ja recht hitzig ablaufen würden, ne? Wenn Befürworter auf Kritiker treffen. Ist das generell immer ein schwieriges Thema, dieser Dialog? Kommt es überhaupt zum Dialog oder schreien sich die Leute wild an? Nein, also es war jetzt bei unserem Auftakt in Kiel, wir werden das bis zum Sommer nächsten Jahres oder vielleicht sogar in den Herbst hinein, werden wir diese Bürgerdialoge in Deutschland an verschiedenen Orten mit einer Reihe von Partnern, wir sind übrigens auch noch offen für weitere Partner, führen auch noch weitere Gespräche, die kann ich jetzt nur noch nicht nennen, weil sie müssen natürlich erst dabei sein. Das war eine sehr gute Debatte. Aber ja, man merkt, die Menschen sind beunruhigt, sie sind besorgt und es gibt ein großes Bedürfnis an Informationen. Aber es gibt sicherlich natürlich auch die Notwendigkeit, das, was es an Problemen gibt, an reellen, aufzunehmen. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Moos, Generalsekretär der Europa-Union, fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Und wenn Sie weitere Informationen zu TTIP wünschen, dann gehen Sie doch mal online unter www.ttip-bürgerdialoge.de. Und auch bei uns auf der Homepage gibt es natürlich noch Informationen. Mein Kollege Thomas Philipp Reiter hat sich zum Beispiel mit Sven Giegold über das Thema unterhalten. Einfach mal gucken unter www.push-tv.de. Und ansonsten freue ich mich nächste Woche wieder auf Sie beim European Circle.